Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Borderlands. Erstens finde ich dich süß. Oh. Und zweitens hat es mir das Geschäft vermiest, als Atlas Pandora besetzt hat. Als ihr hier Rabatz gemacht habt, sind die Leute in meinen Club geströmt, wie der Schnaps durch die Leber von meinem zweiten Mann. Jetzt, wo die Lens den Highway sperren, ist für mich Feierabend. Und da kommt ihr beiden ins Spiel. Ja, es geht weiter. Ja, das wissen wir auch. Wir haben ja noch ein paar Straßensperren zu zerlegen. Au. Mist, da habe ich gerade nicht auf den Dings geachtet. Ach, du bist auch am draufgehen. Dankeschön. Das ging ja gerade so nochmal gut. Wir haben jetzt aber, glaube ich, hier wahrscheinlich kein Wägelchen mehr rumstehen. Hier einen Anfang einzuholen, sonst dauert es zu lange. Ja. Lauf du mal weiter. Macht Sinn. Ja, vor allen Dingen ist es auch scheiße, wenn jetzt gleich die Autos ankommen. Dann, sehen wir doch etwas alt aus. Mit unserer doch verhältnismäßig spärlichen Bewaffnung. Oh, so viel da nicht. Ah, gut. Geht ja nochmal. Na, bisschen zu hoch. So, probieren wir einfach mal das Ding hier ein bisschen aus. Auch Raketenwerfer genannt. Ah, ist ja doch irgendwie nicht so das Wahre. Ging es mit der MG doch besser. So, Muni kriegen wir jetzt auch mal wieder ein bisschen was. Hab ich wieder zu viel eingesammelt. Oh, das ist ein Mist. Gegner gewesen. Den kriege ich wahrscheinlich auch nicht platt. Nö. Zwei Wagen, da kann ich nichts machen. Spawnen wir einfach nochmal neu. Fängt ja echt gut an, die Folge hier. So, ich komme dich dann gleich abholen. Ich bin schon im Auto, du kannst dich teleportieren. Schieß weiter. Achso, gut. Na, krieg ich den? Irgendwie ja nicht. Na doch, jetzt haben wir ihn. Gut. Dann geht's weiter. Gucken, ob die jetzt auch wieder so stark bewacht werden wie die anderen. Und weg damit. Ja, mit den Raketendinger geht es zum Glück relativ gut und relativ einfach, die Viecher hier auszuschalten. Weiter geht's. Schön, dass die einfach mal aufeinander aufgefahren sind. Gerade so. Da hinten scheint doch schon die erste Straßensperre zu sein. Jawohl. Na komm, dann da hinten gibt es eh gleich neue Autos. Dann fahren wir gerade das Stückchen mit unserer sich heilenden Schrottkarre noch weiter. So, ein Autosave-Punkt. Und ab nach draußen. So. Okay, haben wir hier irgendwas Schönes? Ah.
bringt zumindest ein bisschen was an Kohle. Hallo. Jemand zu Hause? Die sehen echt ähnlich aus wie die anderen. Höp. Ach, du bist da hinten am rummachen. Gut, Granaten wir mal raus. Au. Ging doch ein bisschen was ab. So, sehr schön, der wäre erledigt. Und weg. Blablabla, Feuer öffnen am Arsch. So. Feuern wir einfach mal so drauf. So große Auswahl. Sieh dir das an. Ja, ganz nett. Zumindest mal vom Wertverhältnis her. Und gerade noch mal gucken, ob da noch was Schönes dabei ist. Fein. Sieh mal an. Nicht wirklich. Jetzt wieder. Ich glaube, die Pyromanen hatten wir vorher, aber noch nicht. So, Granaten raushauen. Da haben wir zum Glück ja ein paar gekriegt vorhin. Und Adler. Weg. Ah, so ganz will der hier noch nicht. Und weg mit dir, so. So böse, so tot. Scheiße, sieh dir das an. Ja, sehe ich und ich bin nicht wirklich beeindruckt. Ah. Der Feind kommt! Sieh dir das an. Okay, da oben ist noch so ein Pyromane. So, schön. Langsam kommen wir doch ein bisschen voran. Okay, das war 7. Schön. Na komm mal hier, Kleine. Oh, und Minerva. Okay, ich schätze mal, du bist so eine Art Gegnerin. Ach, jetzt bin ich jetzt in der Konsole drin. Jedes Mal komme ich bei irgendwelchen Spielen in die Konsole. Gleich haben wir dich, jawohl. Cool, das ging doch besser, als ich gedacht hätte. Und gab auch eine ganze Menge Geld. Cool. Ja, doch. Lohnt sich auch finanziell das Ganze? Nix für mich dabei. Hier blinkt es und blitzt es noch fröhlich. Ja gut, dann gehen wir hinten mal das Ding ausschalten. Zack. Straßensperre Nummer 1 wäre abgestellt. Ein bisschen Munition mitnehmen und weiter geht's.
Neue Waffen. Bisschen was wert. Die nicht so. Ah, cool, dankeschön. Die rüste ich dann auch direkt mal aus. Schockgeschwader, so. Gut, dann können wir wieder zurück. Und weiterfahren. Zeit für eine Spritztour. So. Ja, mit den zwei Autos ist das echt sinnvoller, habe ich so den Eindruck. Und ich glaube, die andere Richtung wäre auch sinnvoller. Dann kriegen wir da schon was. Nee. So, Feuer frei. Nächster Speicherpunkt wäre auch gesetzt. Schauen wir uns mal noch die nächste Straßensperre an. Oh, das hieß jetzt auch Gatling-Geschütz. Na toll. Ich denke, das kriegen wir aber auch glatt. So langsam. Hier noch einmal drauf. Na, endlich. Hui. Jetzt heißt es zu Fuß weiter. Naja. Wär fast gedacht. Okay, schauen wir uns gerade nochmal hier schnell um. Aua. Hallolo. Pyromane, der rumstolziert. Schön. Ja, gut, dass es noch so weit reicht, das Auto. Beziehungsweise die Raketen des Autos. Oh, der hat es wohl auch schon zerlegt. Jep. Ja, läuft echt gut. Dann mach du mal schön. Ich sammle dann hier in Ruhe schon mal auf. So, das war's. Gut. Na komm, geht drauf. Danke. Ich glaube, die war auch jetzt nicht so praktisch geworfen, die Granate. Machen wir es erstmal so. Und Adler. Weg, sehr schön. Okay. Hier hätten wir aufgeräumt. Hier geht es erst mit Granaten weiter. Ah, da habe ich mal wieder glorreich geschossen.
Das lief besser. Jawohl, Granaten. Auch nicht verkehrt. Das ist mir dann doch zu wenig wert. Aber es wäre mal wieder an der Zeit, die Folge zu beenden, wenn ich mal auf die Uhr schaue. Dann werden wir uns das nächste Mal hier nach der Barrikade weiter umsehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.